Und ich bin dann nicht Pionier geworden, nicht jemand Pionier. Und die meiste Zeit war es gut. Manchmal kann ich mich aber auch erinnern, wenn gefeiert wurde oder so und alle waren in Blauhelm, dass ich mich schon auch ausgegrenzt gefühlt habe, auch in meiner kindlichen Wahrnehmung und schon den Wunsch hatte, auch Pionier zu sein, um einfach mit dazu zu gehören. Aber gerade der Rückenhalt in der Familie war sehr wichtig. Für mich war sehr prägend eine Aussage meines Vaters in der Zeit. Der hat von meiner großen Schwester erzählt, die auch so wie ich die einzige in der Klasse war, die nicht Pionier war und die sehr vorbildlich gelernt und hilfsbereit war und sich mit engagiert hat beim Arbeitseinsatz oder früher hat man so Altstoffe gesammelt oder irgendwelche Sachen gemacht, da war die ganz vorne mit dabei. Und die Lehrerin hat auf einer Schulveranstaltung gesagt, Marianne ist mein bester Pionier. Und sie war die Einzige, die kein Pionier war. Und das war schon toll, auch dass man gelernt hat, auch zu seinem Glauben zu stehen von Kindesbeinen an. Und nochmal zum Thema Ausgrenzung. Gibt es so sinnbildliche Geschichten, wo Sie gemerkt haben, oh, hier gehöre ich denn doch nicht mehr dazu? Also besonders schwierig war es, als ich zum Beispiel einmal handgeschriebene Einladungszettel verteilt habe für einen Kindergottesdienst und dann vor so einem Gremium musste und ich war eigentlich ein lieber Junge gewissermaßen und wollte alles richtig machen und dann wurde ich so wie verhört und ob ich nie wüsste, dass es strafbar ist und so weiter. Das war ziemlich schlimm. Dann war es so, dass zum Beispiel im Deutschunterricht ein Gedicht aufgesagt werden musste von Heinrich Heine, die Schlesischen Weber. Und da war es so, dass auf einer Schulbuchseite die Schlesischen Weber 6 Strophen waren, langes Gedicht, auf der anderen Seite Heinrich Heine, Nachtgedanken, über 20 Strophen, weiß nicht mehr wie viel. Und man konnte wählen, welches Gedicht man aufsagt. Und bei den Schlesischen Webern, da ist ein Gottesfluch mit im Gedicht drin und auf der anderen Seite nicht. Und dann habe ich Nachtgedanken auswendig gelernt. So denke ich an Deutschland in der Nacht, dann bin ich um den Schlaf gebracht. Das war zum Beispiel so ein Punkt. Schwierig war es auch im Biologieunterricht. Ich hatte alles Einsen, auch in den höheren Klassen. Und in Bio hatte ich, glaube ich, eine 4 auf dem Zeugnis, weil ich mich mit dem Lehrer quasi angelegt hatte über dem Thema Evolution. Hatte auch bei meinen Hausaufgaben, vielleicht zum Beispiel von Theo Lehmann, mal von einem so einem Pamphlet was abgeschrieben und meine Meinung gesagt. Und da war ich so ein bisschen auf Kriegsfuß, das war schwierig. Aber ich habe dann auch gemerkt, dass es gut ist, sich klug zu verhalten. Und habe dann zum Beispiel, wenn ich in Staatsbürgerkunde eine 1 haben wollte, geschrieben, der Marxismus, Leninismus lehrt, Doppelpunkt. Und dann wusste ich alles und dann hatte ich unten vielleicht noch die Chance, ein eigenes Statement zu geben. Wusste also alles, konnte meine 1 bekommen und konnte dann noch Profil zeigen. Trotz eigenem Statement. Trotz eigenem Statement. Ich habe Also Sie zum hatten Beispiel alles mal. auswendig gelernt, was der Marxismus, Leninismus Genau. sagt und Kann ich euch heute noch ein bisschen erzählen, die 3 Quellen und Bestandteile des Marxismus, Leninismus oder weiß ich, was das Verhältnis von Basis und Überbau, ein paar Sachen habe ich mir schon noch gemerkt. Aber das war dennoch möglich und das war oft ein guter Weg. Ich habe zum Beispiel in Deutsch mal einen Aufsatz geschrieben über den Frieden und festgestellt, dass meine Westverwandten sich Frieden wünschen und dass mein sozialistisches Heimatland davon spricht, Frieden zu wahren und ich selber empfinde das als ein hohes Gut und habe dann gesagt, warum hat das aber nicht geklappt, schon im kleinen Zwischenmenschlichen nicht und habe dann so eine kleine Abhandlung gehalten, dass wohl so ein vollständiger Friede, so ein innerer Friede nur in Verbindung mit Gott möglich ist. Dieser Aufsatz wurde sehr beachtet von meinen Lehrern, später haben sie mir davon erzählt. Als nach 6 oder 8 Wochen die ganze Klasse ihren Satz zurückgekriegt hat, war mein Blatt sichtbar abgegriffen. So viele Menschen hatten es gelesen. Und ich hatte 5 Zensuren drauf bekommen, 4 Einsen für Inhalt, Rechtschreibung, Grammatik, was gibt es noch in Deutsch? Ausdruck. Und nee, ich habe mich versprochen, beim Inhalt war es eine 2, weil es so schwierig war und alle anderen Sachen, die deutsch relevant waren, hatten eine 1. Und das war auch Moment, wo ich mich sehr darüber gefreut habe, einfach auch höflich und klar und authentisch von meinem Glaubenszeugnis zu geben.